klar, was man sehen will, ist natürlich mal, dass jemand durch den Rücken fährt. Also deswegen wird es da auch mehr Punkte geben, wenn es dann ums Platzen geht. Das ist vielleicht ein Punkt. Wenn man den Looping nicht fährt, hat man dann eine Chance zu gewinnen? Das hängt davon ab, wie viel fahren, genau. Und natürlich auch, wie wenn jemand den Looping fährt, nur bei dem Looping einfach fährt und sonst die Tricks nicht so gut sind, dann wird das nichts werden. Also dann ist er sicherlich nicht auf dem Podium. Also er muss ja überall performen. Es sind ja insgesamt 6 Hindernisse. Mhm. Und das ist ein Hindernis, das sicherlich schon viel zählt, viel Punkte bringt, aber nicht 50% oder auch nicht 25%. Also das ist eben, im Prinzip ist es ein Sechstel vom Kurs. Vielleicht wird es ein bisschen höher gewertet als ein Sechstel, aber. Looping, also bisher gesehen hat man es eigentlich in Events noch nie, in keinem Contest in Mountainbiken bisher. Und ja, für uns eine große Herausforderung. Und man, vielleicht hat schon mal jemand gesehen bei Danny McCaskill in seinem Video Imagine It, da ist ein Looping gefahren. Und ja, grundsätzlich haben wir es als Thema gesehen, auch schon bevor das bei Danny im Video war. Haben wir gesagt, eigentlich wäre es mal cool, in einem Contest einen Looping zu sehen. Einfach mal nur für den Zuschauer und auch eine neue Herausforderung für den Fahrer. Und tatsächlich ist es auch eine wirkliche Herausforderung. Das wird man jetzt am Wochenende sehen. Wird ihn überhaupt einer fahren? Wir wissen es nicht, um ehrlich zu sein. Sam hat noch nie einen Looping gefahren. You never rode a loop, right? Und so mit noch niemand von den Bikern, die hier sind und eben keiner, der auf der FMB World Tour fährt. Yeah, Sam, we were talking about the loop, and he was just mentioning that, you know, a little bit of inspiration from Danny McCaskill there, and, you know, it looks all good and fancy in the video, but if you see the takeouts afterwards, it took him a lot of tries to finally pull it off. How do you prepare for a thing like that? Well, you don't actually prepare for it. I think you have to close your eyes when you're coming towards it, and then just hope that it works. Because no, I actually don't know how that's going to work, but I guess I'll find out in a few days. I guess you will. Does that mean you're going to give it a shot? Well, I think I have to try it. It looks impressive. Right. And there's loads of mats, crash mats we can use to learn it, so I guess I have to give it a go. That sounds good. That sounds. You see, that's what we're talking about, yeah? Yeah. Ja, der Plan ist eben, am Freitag noch nicht den Looping zu fahren. Wir haben am Freitag eine Vorqualifikation, die im engen Kreis, also ohne Zuschauer stattfindet. Die Fahrer werden dort trainieren erstmal, dann die Qualifikation fahren und wir haben dann nochmal einen kompletten Samstag für spezielles Looptraining auch nochmal. Das spezielle Looptraining. Wir sind mal gespannt, wer das Rückgrat hat und das Ganze angeht auf jeden Fall. Wen siehst du so ein bisschen als Geheimfavorit? Geheimfavorit? Also es gibt, ich meine, Thomas Genon ist einer, der dieses Jahr sehr viel erste Plätze reingefahren hat. Sam Weißmann, der hat es auf jeden Fall drauf. Da hoffe ich natürlich genauso wie vielleicht ein Peter Henke, der als deutsches Aushängeschild dabei sein wird. Ein bisschen so ein Underdog ist auch aus Deutschland dabei, Lukas Knopf. Den hat man dieses Jahr schon mal in den Top 10 gesehen und ich bin mal gespannt, ob er es hier zumindest mal in die Top 5 schafft. Ja. Dann haben wir die Geheimwerte. Und wen würdest du so als Top-Favoriten, wen gilt es auf jeden Fall zu schlagen? Also ja, das ist Thomas Genon, der ist momentan Nummer 2 in der Welt und der ist sicherlich den man schlagen muss. So, Sammy's calling out for one of the dark horses, not the dark horses, but one of the secret favorites here for the event. Where do you see yourself going into the match? Well, I think I'd like to be seen that I'm going to do good here, would be cool. But I think, you know, like Peter Henke could do good and Genon's been winning loads of the events recently, so probably he'll do good as well, so yeah. Just pull the loop off. That's all you gotta do. Exactly.